Im heutigen Video geht es um das Thema Schulterimpingement und zwar zeige ich euch einen Selbsttest, mit dem ihr herausfinden könnt, ob eure Supraspinatussehne entzündet ist. Viel Spaß dabei und mit den Informationen wie immer viel Erfolg. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer. Und das heutige Video ergibt sich mal wieder aus einer Zuschauerfrage und zwar fragt der Marc: Hallo Luke, hab mal eine Frage zum Schulterimpingement. Gibt es Tests, die man selber ausführen kann, mit denen man herausfinden kann, welche Muskeln für das Impingement verantwortlich sind, um dann entsprechende Maßnahmen treffen zu können? Ja, Marc, die gibt es. Und die Frage ist doch sehr, sehr gut gestellt. Vorweg Schulterimpingement für alle nochmal. Schulterimpingement ist eigentlich so ein Schrotflintenbegriff für Schmerzen in der Schulter. Es gibt zwei sehr, sehr verbreitete Krankheitsbilder, die das Schulterimpingement betreffen. Und zwar einmal die Bizepssehnenentzündung und einmal die Entzündung der Supraspinatussehne. Ja, das sind so die beiden häufigsten. Ich weiß jetzt nicht, welche auf Platz 1 ist und welche auf Platz 2. Aber darüber reden wir. Und dafür gibt es auch zwei Tests. Ich zeige euch heute den Test für die Supraspinatussehne und im nächsten Video den Test für die Bizepssehne. Und wir fangen mit dem Supraspinatus an. Und zwar ist das relativ einfach, um eine Sehne zu testen, wenn die entzündet ist, muss ich die belasten, ja, um halt zu spüren, okay, wenn es weh tut, ah ja, dann ist das der und der Muskel. Ja. Also Sehne am Knochen ist entzündet, da ist der Muskel, Muskel hat eine gewisse Funktion. So. Und dieser Test, der leitet sich aus der Funktion, aus der anatomischen Funktion, der Lage des Supraspinatus ab. Und zwar macht er eine Abduktion, also ein Anheben des Armes über 70 Grad. Vor allen Dingen irgendwie 45 Grad in der Frontalebene, das leitet sich einfach aus der Anatomie ab und macht eine Außenrotation. Ja, was ihr dazu am besten braucht, ist eine abgeschraubte Kurzhantel oder irgendetwas, was einen Hebel erzeugt. Ja, warum? Weil erstens habe ich so einen kleinen Widerstand, der darf jetzt auch nicht zu schwer sein. Also wenn ihr da 20 Kilo versucht hochzuhalten, dann zieht meine Schulter auch. Nee, das sind jetzt hier 2 Kilo Hantelgewinde. Und an der Stelle nochmal bitte der Hinweis, bevor ich es vergesse, das macht ihr hier alles auf eigene Gefahr. Dieser Selbsttest ist auf eigene Gewähr. Bei Unsicherheit, Schwierigkeiten, Risiken fragt bitte euren Orthopäden, Arzt des Vertrauens. Das hier, das Video, dieser Kanal an sich, ja, das muss ich einfach klarstellen, der kann nur Hinweise liefern. Auch diese Tests, da gibt es Statistiken zu, sind nur zu einem gewissen Prozentsatz akkurat. Ich meine, irgendwas zwischen 70% und 90% war da die Regel. Das heißt, es kann manchmal nicht wehtun, obwohl die Sehne entzündet ist. Und es kann manchmal wehtun, obwohl die Sehne nicht entzündet ist. Ja, ich hoffe, das macht soweit Sinn. Kommen wir zum Test. Und zwar, was ihr eben macht, ihr abduziert den Arm. Hier, 90 Grad Winkel. Geht in der Ebene hier, in der Scapula-Ebene 45 Grad nach vorne, das wären 90, das sind 0 Grad, 45 Grad, ja, das ist der Full-Can-Test, ja, wenn es hier zu Schmerzen kommt, auch da ist die Supraspinatus-Sehne betroffen, ja, und jetzt gehe ich hier exzentrisch runter in, ja, ich kippe diese Kanne, Empty Can, aus, ja, und hier kommt dann die Ansprache des Supraspinatus zum Tragen. Ganz wichtig ist hierbei, und da werden wir im nächsten Video drüber sprechen, Ansprache des Schulterblattes richtig zu machen, ja, dass ihr hier wirklich das Schulterblatt richtig positioniert. Wie gesagt, dazu unbedingt das nächste Video schauen, da werden wir dann auch noch mehr drüber sprechen, über die richtige Ansprache des Schulterblattes. Und ja, das ist der ganze Test, also ich mache ihn nochmal vor. 90 Grad, 45 Grad, Scapula-Ebene, Innenrotation, ja, Außenrotation, das könnt ihr beides testen, ja, tut da irgendwas weh, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Supraspinatussehne. Und du hast ja auch noch, ich sag mal, in einem Atemzug gesagt, um entsprechende Maßnahmen treffen zu können. Da kamen jetzt auch mehrere Kommentare. Kannst du noch was zur Rotatorenmanschette machen? Und du hast die Rotatorenmanschette vergessen. Die kommt noch. Ja, Videos zur Rotatorenmanschette kommen noch. Wie gesagt, nochmal, prioritätentechnisch. Schaut euch das allererste Video dieser Reihe an. Es gibt auf dem YouTube-Kanal hier eine Playlist zum Schulterimpingement. Da erkläre ich nochmal, warum die kleine, aber feine Rotatorenmanschette, zu der schlussendlich halt auch der Supraspinatus gehört, nicht ursächlich für
die Sehnenentzündung ist. Ja? Und auch wenn ihr den wie blöd auftrainiert, das nicht immer unbedingt zu einer Verbesserung eurer Symptomatik führen kann, ja? Weil die Schulter einfach integriert arbeitet in Muskelketten des Körpers und wir an der generellen Verbesserung unserer Bewegungseffizienz arbeiten müssen und nicht einfach einen Muskel, der kompensiert, weiter auftrainieren in seiner Fehlansprache. Ich hoffe, das macht soweit Sinn. Marc, ich hoffe, ich konnte deine Frage akkurat beantworten. Im nächsten Video, wie gesagt, der Test zum Bizeps, zur Bizepssehnenentzündung. In diesem Sinne, schaut wie immer in der Videobeschreibung vorbei. In Zukunft gibt es Seminare hier in Duisburg. Nähere Informationen erfahrt ihr dort. Einfach E-Mail eintragen und ich brief euch. Ich würde mich freuen, euch hier begrüßen zu können. Wie immer findet ihr auch den Link zu einem persönlichen Assessment zu mir in der Videobeschreibung. Allgemein ist es immer eine gute Entscheidung, in der Videobeschreibung mal vorbeizuschauen. Und in diesem Sinne, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, eure Fragen in die Kommentare, den Kanal zu abonnieren. Bis dahin, ciao!